Ich hab mich selber... Oh mein Gott, warte. Hey, Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars. Wir spielen heute mit dem Kid Enderman, glaube ich, heißt das Kid. Ich glaube schon. So, wo haben wir denn hier die zweite Kiste? Ich glaube hier unten. Ja, hier unten. Nicer, da ist er. Okay, wir können uns aber schon mal ganz, ganz flott die Karotte hier Spitzhacke machen, weil... Zack. Nice. Ich würde nämlich ganz gerne ein Diamantschwert machen, obwohl ich kann mir sogar ein Diamantschwert machen, Leute. Ich kann mir sogar ein Diamantschwert machen, aber Diamantschwert reicht mir natürlich nicht aus. Ich finde, wir sollten noch mehr aus Diamant machen, weil wir sind so richtige Prolle. Wir sind YouTuber, wir brauchen so richtig Glitzermitzerzeug und das soll auch jeder wissen, dass wir YouTuber sind und deswegen baue ich hier mal den ganzen Stuff ab. So, dann gehen wir mal hoch. Wo haben wir es denn? Hier haben wir noch was. Nice. So, 7. Wie viel brauchen wir insgesamt? So. Wie viel insgesamt brauchen wir? Ich glaube, da drüben ist einer. Ja, hier ist eine. Hallöchen. Alles gleich in meinem Bärchen. Ich komme jetzt. Bin ein bisschen nervös. Aber das schaffen wir schon. Leute. Alter, der ist ein bisschen geflogen, aber... Ja, okay, der hat die Heiltränke zwar verschwendet, aber wir haben ihn trotzdem getötet. So, zack, ein Goldhelm. Oh, er hatte sogar eine gute Hose für uns. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Und was hat er noch? Oh, bessere Schuhe, Goldschuhe, Leute. Eine geile Brust. Nein, keine ungeile Brust. Eine richtig geile Brust kann ich mir jetzt machen. So, zack. Nice, Diamond Brust. Ja, egal, kommen wir meinen jetzt hier noch ein bisschen weiter, holen sie ja noch den letzten Stuff. Auf jeden Fall, Leute, geht ins Kino und guckt euch die Tribute von Panem an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe den Film gestern, oder nee, warte mal, ihr seht das Video wann genau? Dann habe ich den Film vorgestern gesehen, im Kino, also am 18. Und, Alter, Leute, der Film ist gigantisch, der ist wirklich mega nice. Ich meine, ich bin jetzt kein Filmkritiker, super duper, ich kenne mich so gut aus Typ, aber ich möchte nicht immer auf so einem hohen Niveau irgendwie da was kritisieren. Also von dem her, für mich war es einfach ein geiler Film. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, also wenn Tribute von Panem oder generell so Fans unter euch sind, die können sich den gerne anschauen. Ich denke auch, dass ihr euch das anschauen werdet, weil ich meine, den letzten Teil gucken sich natürlich sehr, sehr viele Leute an, kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, nimm Stuff einfach mal mit. Wir sagen nicht nein zu gratis Stuff. Es leben derzeit nur noch 3 Spieler. Ohne Enderperle noch eine zweite. Okay, das ist auch sehr gut. Warte mal, Tränke sind auch gut. Oh, ein Schutzhelm auch. Leute, Leute, jetzt geht's hier aber los. Jetzt geht's hier aber los. Packen wir das hier mal ganz kurz weg. Schuhe. Nice, Leute, jetzt haben wir auch noch Schuhe. So, noch eine Enderperle haben wir. Und ja, dann würde ich sagen, warten wir auch gar nicht mehr lange, sondern gehen einfach gleich weiter. Das heißt, dann werfe ich jetzt mal meine Enderperle nach da vorne. Ja, nice. Sie ist abgeprallt, Leute. Zum Glück haben wir noch eine zweite, die uns retten kann. Aber dann baue ich mich jetzt mal, weil ich bin jetzt nicht so der Wow-Super-Profi im Enderperlen schmeißen, wie ihr das jetzt vielleicht gerade schon gemerkt habt, weil ich bin halt nicht so gut, okay? Aber vielleicht ist hier irgendwie noch was dabei oder so. Oder vorne, der Typ da, der wird sich bestimmt denken so... Ja, hallo. So, den haben wir erstmal. Den haben wir einen Hit verpasst und jetzt geht er fliegen. Aber Leute, ich bin halt nett und gebe meinen Zuschauern hier, beziehungsweise meinen Mitspielern, ne, das sind ja nicht mal wahrscheinlich Zuschauer von mir, eine Rundreise, eine Flugreise, ja, von Neckermann. So, was ist hier los? Dann, Titan, ich möchte mich erstmal dafür bedanken, dass ich wieder mal bei so einem mega geilen Projekt mitmachen durfte, Schleim, Schleim, Schleim. Weil ich einfach sagen muss, dass dieses Mal das Projekt nochmal viel mehr Spaß gemacht hat, meiner Meinung nach, als die erste Staffel. Es waren wieder sehr, 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 sehr coole Leute dabei. Ich möchte einfach sagen, dass alles, was... Naja, wie soll ich sagen? Alles, was da reingesteckt wurde an Mühe, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zumindest für mich, weil ich wirklich mega begeistert vom Projekt war. Also Leute, ohne Witz, ich bin so geflasht gewesen vom Projekt und hat mir mega viel Spaß gemacht. So, ich habe mich selber... Oh mein Gott, warte. So, warte, Goldapfel, Goldapfel, Goldapfel. Oh mein Gott, Leute, jetzt ist gerade hier eine richtig spannende Situation. Oh mein Gott. Ja! Wow, mein Gott, das war jetzt ein heftiger Endfight. Oh mein Gott, Bizeps am Start hier nicht. GG, war wirklich
ein sehr, sehr schöner Kampf. Also wie gesagt, wirklich Titan war für mich ein mega, mega geiles Projekt. Und ich bedanke mich einfach, dass ihr immer so tatkräftig alles unterstützt, dass ihr immer meine Videos liked. Und ja, Dankeschön. Ciao.